Moin, moin, meine Freunde, und willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Warte, so ein Bonbon im Mund, warte mal. Wir spielen weiter Planet Alpha. Wir sind letztes Mal stehen geblieben. Wenn wir hier diese paar Charaden hier, diese kleinen Jump'n'Run-Einlagen schaffen. So. Sehr hoch. Wie kommt man denn da? Wie soll ich denn da? Warte mal. Soll ich denn da hochkommen? Ja, gar nicht. Also ich kann da hinspringen und dann muss ich da oben ran springen oder wie mal? Ah, okay. Darüber, darauf. So, wie geht's weiter? Oh, würde ich mal sagen. Los geht's. Ach, Mann. Ist aber auch nicht so leicht, ne? Und hier sind wieder diese... Ich würde sagen, die sind auch echt Oscar-Figuren, oder? Und der Oscar für die beste Darstellung in einem Jump'n'Run geht an diesen anonymen Typen. Okay, längs schleichen. Okay, wir sind wieder draußen. Wo sind wir denn hier? Ah, hier sieht es auch wieder ein bisschen friedlicher aus. Oh, guck mal, hier ist wieder was. Okay, dann muss ich wahrscheinlich mal runter. Darauf kann irgendwie. Dann kann ich damit wieder hochkommen. Clever, clever. Okay, kommen wir oben an die andere Brücke da ran. Geht's? Das Spiel gefällt mir irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das macht. Okay. Hier links. Okay, muss auch besser aufpassen. Okay. Oh. Aber wir sind schon auf dem richtigen Weg. Jetzt kommt das Ladezeichen, das bedeutet ja, dass da irgendwas passiert. Ah, mit offenen Armen werden wir hier empfangen. Wie so eine Raubkatze, wenn er nach oben jumpt, oder? Finde ich. Sieht so aus. Tür auf. Vielleicht erfahren wir jetzt auch mal irgendwas über den Planeten nochmal irgendwann. Im Moment ist ja nicht so, dass wir richtig viel erfahren haben. Los, kann man da längs laufen oder kommt da was angekrabbelt? Muss ja eine wahnsinnig abgefahrene Epoche hier. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Achso, da kann ich jetzt darauf. Okay, müssen wir nach oben? Wahrscheinlich, ne? Okay, können wir da oben ranspringen? Kann nicht passieren, oder? Okay, da müssen wir gleich rauf und dann auf den nächsten rauf. Kann man nicht rauf. Ist aber. Okay. Vorsichtig, obwohl. Da längs ja wahrscheinlich, ne? Oder müssen wir schnell laufen gleich, oder? Jetzt nach rechts, nach links. Egal, ich würde aber sagen, wir müssen hier längs. Links? Genau, dann springen wir gleich für den nächsten darauf. Okay, okay, okay. Da durch und darüber springen. Gehen wir hin. Okay. Oh. Rüber. Dann müssen wir rauf, rauf und oben hoch. Okay. Gehen wir hin. Oh. Hoch da. War? So eine Stelle. Okay.
Bisschen eng hier die Kiste. Drauf, drauf und darüber, okay. Da jetzt wieder runter? Bin ich nicht von da gekommen? Ja, anscheinend nicht, ne? Auch bin ich. Okay, wir sind da wieder runter. Hier was springen? Erstens mal. Okay. Ist auch nicht so schwer. Was ist das Richtige? Schon, ne? Okay. Oh nein, da kommt der Arm schon wieder. Ach, ich kann nicht, warte, ich mach zu. Hui. Kein Arm, nichts mehr. Kommt auch nicht rein, warte mal, müssen wir vielleicht mit dem Arm wieder auf. Ach, ich kann hoch, okay. Naja. War jetzt ja leichtes Spiel mit dem Arm, würde ich sagen. Hui! Kann ich auch nichts machen? Vielleicht könnte irgendwas. Kann hier nichts erreichen, ey. Ich muss aber bestimmt. Muss doch hier irgendwas machen können. Aber was muss ich hier machen? Komm ich auch nicht zurück. Das ist, gibt nur hier. Hm. Komm noch nicht hoch. Was ist denn hier los? Was ich hier machen soll. Ich kann auch nicht wieder hoch. Was denn? Ach, guck mal. Oh, okay. nur, ob man springt. Ah. Öffnet sich hier alles. Und wir wissen immer noch nicht, was wir hier wollen. Wir wissen ja nicht, was wir auf diesem Planeten machen sollen. Aber die Männchen schicken uns in den Himmel. Wunderschön. Sieht schon irgendwie abgespaced aus alles hier. Aber ich fliege irgendwie immer weiter in den Himmel, kann das sein? Darauf mache ich doch mal kurz. Kann das hören? Ein Bonbon, und zwar ist es ein Vollmilchbrocken. Kennt ihr die? Die lutscht man so 2-3 Minuten, 5 Minuten vielleicht. Dann werden die ganz weich und dann kann man die durchkauen, so wie Karamell. Sehr lecker. Okay. Werde ich wahrscheinlich in irgendeine Zeit geschossen oder ich werde erschossen. Oder ich schicke mich zurück in meine Welt. Und ich bin wieder in so einem schwerelosen Level gleich. Kann ja auch gut sein. Kann zumindest nichts machen. So, jetzt geht das Ganze im oberen Bereich weiter. Verrückt. Ich dachte gerade schon, das Spiel ist zu Ende. Ich hab's geschafft, das war's. Das war ein bisschen. Wir gehen jetzt nach links. Gibt's nichts? Rechts.
Schau dir das an. Wollen wir ein bisschen was ändern an deinem Hintergrund? Na, guck mal. Wie clever gemacht. Ruhig. Oh, muss ein bisschen aufpassen, wenn ich hier komplett zerhackt werde, ne? Gut, dass ich diesen Weltraumhelm auf habe. Das sind Sphären, in denen ich hier mich bewege. Wäre, glaube ich, nicht so gut. Oh. Ei, ei. Wollen wir nehmen? Hätte sein können. Hier sind die Roboter etwas größer, würde ich sagen. Okay, hier sind die Roboter richtig groß. Okay, was soll ich machen? Hey, soll ich den entfliehen? Okay, laufen wir weiter. Na, da geht's auf jeden Fall nicht längs, dann müssen wir noch links laufen. Wir haben den Weg frei gemacht, danke. Ein bisschen laufen. Okay, das kann ich auch nicht machen. Schau, ich dachte, ich könnte irgendwas mit dem Weltraumkram hier machen. Ah, jetzt bewegt er sich. Ah, guck dir das an. Das hat sich ja gelohnt. War aber schon nicht so gut. Verpiss dich, du Roboter. Jetzt kommt er von der anderen Seite. So ein Arsch. Bringt nichts, da muss man laufen. Okay, muss man vielleicht so machen, dass er die Wand da zerschießt, ne? So. Ach, guck es an. Jetzt hat er es zwar zerstört, aber wir können uns da irgendwie was rüberholen, oder? Noch nicht. Gehen wir hier runter. Hier runter. Okay, man muss ein bisschen anders denken zwischendurch.
Richtung? Dum 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 dum. Ja dann. Eieiei. Okay, wenn es dunkel wird, können wir die wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Wenn es hell ist, können wir sie ja benutzen. Oh, die gehen auch gleich rein. Oh. Oh nein! Oh, hätte ich ein bisschen warten müssen. Nochmal. Oh. Diese Richtung weiter? Oh, das ist aber auch riesig, das Viech da hinten, oder? Diesen Wal, der da längs schwimmt? Hm. Hat doch die typischen Walgeräusche. Ah, okay. Hier sind ein paar. Hier space die Tiere auch in der Nacht, ne? Oh, was ist das denn? Ey, dann kommt da so. Der schießt da nach mir. Das sind ja fiese Viecher. Aus dem Weg. Was kann er mir nicht sehen hier drin? Oh Gott. Hier. Was wir hier machen. Oh, das war dumm. Achso, hier muss ich wahrscheinlich einen Tag-Nacht-Wechsel machen. Oh, oh. Scheiße. Wird abgeschossen von den Viechern. Oh Mist. Wir müssen das anders regeln, warte mal. Scheiße, ich dachte, die können mich im Nebel nicht sehen. Können sie anscheinend doch. Oh, was ist denn da los? Wie ist denn los? Kann ich woanders hinfliegen? Ah, guck mal. Sehr gut. Oh nein! Alter! Muss schnell sein. Ganz schnell, da muss man gleich ein bisschen mit der Zeit ändern hier. Hebel rein. Das kann ich sehen hier. Okay, das ist der Riesenwal wieder. Scheint ja gar nicht so böse zu sein. Ich glaube, der ist fast schon gut.
Hier soll ich hin? Nee. Okay, die Richtung? Fisch. Okay. Okay, das ist natürlich dumm. Wir haben einen runterspringen. Los geht's. Festhalten. 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 Halten. Oder. Festhalten. Nimm. Bewegt sich nicht weg, der Stein. Acht. Achso, jetzt, aber jetzt kann ich da, aber wieso kommt denn, ist ja blöd. Na gut, wir gehen erstmal hier weiter. Ah, oh, okay. Ah, warte mal, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Jetzt weiß ich, pass auf. Hier durch? Wie weit kommen die hinterher? Aber so müssen wir es machen, damit man mit ihm mit diesen Stein zertrümmern, oder? Oder ist es zertrümmert jetzt? Okay, perfekt. Wenn wir ihn ja durchbekommen, um dann hinten hochzukommen. Messer scharf passt er durch. Haar scharf, nicht Messer scharf. Los geht's hoch, hoch. So, jetzt stehen wir hier. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch erstmal genug geschafft. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Gucken wir uns weiter diesen Planeten an. Auch die Oberwelt. Bis dahin. Tschüss.